Frankfurter Buchmesse 2019. Der Gabal Verlag ist mit vertreten und natürlich am Stand auch zahlreiche Autoren des Gabal Verlages. Andreas Buhr darf ich hier begrüßen am Stand. Und wieder mit einer tollen Neuerscheinung im Gabal Verlag im Gepäck. So wie jedes Jahr. Vertrieb geht heute anders. Ein spannendes Buch. Das Ende des Verkaufens ist doch die Unterzeile. Ja, eigentlich so die erste Sache, über die ich gestolpert bin beim Vorwort, die Überschrift, warum du gerade kein neues Buch in den Händen hältst und es doch ganz anders ist. Spannende Geschichte. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben das Buch in der Erstauflage 2011 veröffentlicht. Das heißt, ich habe es 2010 geschrieben. Vertrieb geht heute anders. Wir waren die Ersten im deutschen Raum zumindest, die aufmerksam gemacht haben darauf, dass die Customer Journey eine andere ist, dass der Kunde heute anders kauft. Und dies ist die achte Auflage der quasi des Original, der Originalversion. Es ist kein neues Buch, weil der Titel derselbe ist. Und dennoch ist es ein neues Buch, weil wir 80% natürlich neu geschrieben haben. Seit 2011, muss man eben rechnen, Jahren so wahnsinnig viel getan hat. Denn wenn wir den Anspruch haben, zu sagen, dass das Vertrieb anders geht, muss das andere auch aktuell anders sein. Ich glaube, dass der Kunde heute der neue Experte ist. Ich glaube, dass der Kunde informierter ist als je vorher. Und dass mit diesem Wissen, das der Kunde hat, der Verkäufer heute ganz andere Herausforderungen zu stehen hat. Und das deshalb denke ich, eine These, die ja auch drinsteht, oder sicherlich auch eine Feststellung, Menschen kaufen weiterhin von Menschen. Also man braucht keine Angst haben, dass alles nur noch digital läuft, sondern eigentlich, dass das, was man aus der Digitalisierung herausholt, ganz wichtig für den persönlichen Verkaufsprozess ist. Ja und nein. Nein deswegen, weil es natürlich im Bereich der Commodities immer dann, wenn es nur um Preise geht, wahrscheinlich Maschinen geben wird, künstliche Intelligenz geben wird, die den Verkaufsprozess übernehmen oder zumindest wahnsinnig gut supporten. Und ja, deswegen ist die Frage richtig und gut, in der Situation, wo Menschen einfach erklären müssen. Also einen guten Verkäufer zeichnet ja aus, dass er einen komplexen Sachverhalt so simplifiziert, dass ein Kunde die Informationen nehmen, verstehen kann und dann entscheiden kann, ob es sich für ihn lohnt, Kunde zu werden oder nicht. Und dafür braucht es Menschen. Nur findet der Dialog zwischen Verkäufer und Kunde heute auf einer anderen Ebene statt. Ein Stichwort aus den letzten Minuten war die Customer Journey. Vielleicht ganz konkret, weil das betrifft ja ganz viele Branchen, ganz viele Themen. Was hat sich da im Wasser in den letzten 8 Jahren geändert? Und vermutlich ändert sich es ja jetzt im Monatstakt. Ja. Ich sehe es zum Beispiel in meiner Familie. Meine Schwiegermutter ist 82, seit die ein iPad hat, ist die brandgefährlich. Mit anderen Worten, die weiß so schon viel. Die alte Generation weiß viel. Und wenn sie mal was nicht weiß, was macht sie? Was würden Sie machen? Was würde ich tun? Sie macht das Smartphone auf, sie macht in dem Fall ihr iPad auf, sie fragt Google. Das mit anderen Worten, es ist der Reflex, im Netz mal eben zu recherchieren, heute überall da. Und das führt dazu, dass es eben kaum noch Geheimwissen gibt, womit wir wieder am Anfang wären. Das ändert im Verkaufsprozess alles. Und eigentlich dann auch als Konsequenz, dieses Buch ist definitiv nicht nur für Vertriebsleiter, für Verkäufer, sondern für alle, die strategisch damit zu tun haben, wo finde ich meine Kunden? Die Amerikaner sind ein bisschen entspannter, wenn es um das Thema Verkauf geht, weil die sagen, jeder Mensch ist ein Verkäufer. Es geht immer darum, gut auszusehen, sich gut darzustellen, gut anzukommen, erfolgreich zu kommunizieren. Also es ist für jeden, der mit Kommunikation zu tun hat. Für die Kundenseite, für die Verkäuferseite, für die Führungsseite, weil im Kern vom Kern geht es darum, dass die Kommunikation sich verändert, weil die Informationswege heute andere sind. Und das steht alles in diesem völlig überarbeiteten, nahezu fast neuen Buch. Also Vertrieb. Klare Kaufempfehlung. Aus dem Gabal Verlag. Herzlichen Dank, Andreas Buhr, für das Gespräch und ich hoffe, dass ganz viele Leser daraus ihre Ideen rausziehen können. Alles klar, Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Frankfurter Buchmesse 2019. Der Gabal Verlag ist mit vertreten und natürlich am Stand auch zahlreiche Autoren des Gabal Verlages. Andreas Buhr darf ich hier begrüßen am Stand und wieder mit einer tollen Neuerscheinung im Gabal Verlag im Gepäck. So wie jedes Jahr. Vertrieb geht heute anders. Ein spannendes Buch. Das Ende des Verkaufens ist doch die Unterzeile. Ja, eigentlich so die erste Sache, über die ich gestolpert bin beim Vorwort, die Überschrift, warum du gerade kein neues Buch in den Händen hältst und es doch ganz anders ist. Spannende Geschichte. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben das Buch in der Erstauflage 2011 veröffentlicht. Das heißt, ich habe es 2010 geschrieben. Vertrieb geht heute anders. Wir waren die Ersten im deutschen Raum zumindest, die aufmerksam gemacht haben darauf, dass die Customer Journey eine andere ist, dass der Kunde heute anders kauft. Und dies ist die achte Auflage der quasi des Original, der Originalversion. Es ist kein neues Buch, weil der Titel derselbe ist. Und dennoch ist es ein neues Buch, weil wir 80% natürlich neu geschrieben haben.
2011, muss man eben rechnen, Jahren so wahnsinnig viel getan hat. Denn wenn wir den Anspruch haben, zu sagen, dass das Vertrieb anders geht, muss das andere auch aktuell anders sein. Ich glaube, dass der Kunde heute der neue Experte ist. Ich glaube, dass der Kunde informierter ist als je vorher. Und dass mit diesem Wissen, das der Kunde hat, der Verkäufer heute ganz andere Herausforderungen zu stehen hat. Und das deshalb denke ich, eine These, die ja auch drinsteht, oder sicherlich auch eine Feststellung, Menschen kaufen weiterhin von Menschen. Also man braucht jetzt Angst haben, dass alles nur noch digital läuft, sondern eigentlich, dass das, was man aus der Digitalisierung herausholt, ganz wichtig für den persönlichen Verkaufsprozess ist. Ja und nein. Nein deswegen, weil es natürlich im Bereich der Commodities immer dann, wenn es nur um Preise geht, wahrscheinlich Maschinen geben wird, künstliche Intelligenz geben wird, die den Verkaufsprozess übernehmen oder zumindest wahnsinnig gut supporten. Und ja, deswegen ist die Frage richtig und gut, in der Situation, wo Menschen einfach erklären müssen. Also einen guten Verkäufer zeichnet ja aus, dass er einen komplexen Sachverhalt so simplifiziert, dass ein Kunde die Informationen nehmen, verstehen kann und dann entscheiden kann, ob es sich für ihn lohnt, Kunde zu werden oder nicht. Und dafür braucht es Menschen. Nur findet der Dialog zwischen Verkäufer und Kunde heute auf einer anderen Ebene statt. Ein Stichwort aus den letzten Minuten war die Customer Journey. Vielleicht ganz konkret, weil das betrifft ja ganz viele Branchen, ganz viele Themen. Was hat sich denn da so in den letzten 8 Jahren geändert? Und vermutlich ändert sich es ja jetzt im Monatstakt. Ja. Ich sehe es zum Beispiel in meiner Familie. Meine Schwiegermutter ist 82, seit sie ein iPad hat, ist die brandgefährlich. Mit anderen Worten, die weiß so schon viel. Die alte Generation weiß viel. Und wenn sie mal was nicht weiß, was macht sie? Was würden Sie machen? Was würde ich tun? Sie macht das Smartphone auf, sie macht in dem Fall ihr iPad auf, sie fragt Google. Das mit anderen Worten, es ist der Reflex, im Netz mal eben zu recherchieren, heute überall da. Und das führt dazu, dass es eben kaum noch Geheimwissen gibt, womit wir wieder am Anfang wären. Das ändert im Verkaufsprozess alles. Und eigentlich dann auch als Konsequenz, dieses Buch ist definitiv nicht nur für Vertriebsleiter, für Verkäufer, sondern für alle, die strategisch damit zu tun haben, wo finde ich meine Kunden? Ja, also ich meine Kunden. Die Amerikaner sind ein bisschen entspannter, wenn es um das Thema Verkauf geht, weil die sagen, jeder Mensch ist ein Verkäufer. Es geht immer darum, gut auszusehen, sich gut darzustellen, gut anzukommen, erfolgreich zu kommunizieren. Also es ist für jeden, der mit Kommunikation zu tun hat. Für die Kundenseite, für die Verkäuferseite, für die Führungsseite, weil im Kern vom Kern geht es darum, dass die Kommunikation sich verändert, weil die Informationswege heute andere sind. Und das steht alles in diesem völlig überarbeiteten, nahezu fast neuen Buch. Also Vertrieb. Klare Kaufempfehlung. Aus dem Gabal Verlag. Herzlichen Dank, Andreas Buhr, für das Gespräch und ich hoffe, dass ganz viele Leser daraus ihre Ideen rausziehen können. Alles klar, Dankeschön. Danke. Vielen Dank.